Playoff-Tag in der ersten Buckeye-Hockey-Liga. Und es ist die dritte Partie zwischen dem HC Orlis Neumo und dem HCB Südtirol Alpiria. Auch die HCB Foxes 1:1 steht es in dieser Serie. Und Leland Irving heute wieder im Tor der Kanadier. Und auf der anderen Seite Timo Lassila bei Snoimo, der Finne aus Helsinki. Und Snoimo also heute in den schwarzen Trikots erstmals zu Hause. Zwei Partien jetzt für die Foxes zu Hause gewesen. 1:1 steht's. Also man hat momentan diese Serie selber in der Hand auf Seiten Snoimos. Denn ja, die Foxes müssen zumindest eine Auswärtspartie jetzt gewinnen gegen Orlis Neumo. Und das wird nicht einfach. Wir haben zwei wirklich umkämpfte Partien gesehen zwischen diesen beiden Mannschaften. Und in diese dritte Partie wird das Ganze mit Sicherheit nicht wirklich einfacher werden. Und es ist das dritte Playoff-Aufeinandertreffen. Und so langsam aber sicher kommt es in die heiße Phase. Wenn man jetzt das zweite Spiel verliert oder gar manche Mannschaften vielleicht sogar das dritte Spiel verliert, dann steht man mit dem Rücken zur Wand und wir könnten schon bei den vierten Aufeinandertreffen bereits die ersten Ausscheider sehen und die ersten Halbfinalteilnehmer. Aber noch sind wir nicht so weit. Erstmal Snoimo gegen die HCB Foxes. Da war der Pass noch angedacht. Und heute wird es ebenfalls noch geben, die zweite Partie, beziehungsweise die dritte Partie, auch das dritte Aufeinandertreffen der ZSC Lions in der National League. Auch da sind wir ja soweit. Und Lugano, sie müssen liefern. Aber soweit sind wir noch nicht. Arnie gegen McRae. Erstmal am Bullypunkt. Und erstmal konzentrieren wir uns jetzt mit allem, was uns hier zur Verfügung steht, auf die Partie Orlis Neumo gegen die HCB Foxes. Das wird ein spannendes Aufeinandertreffen. Wieder McRae am Bullypunkt. Diesmal allerdings Snoimo mit dem Gewinn. Trotz alledem Bolzano mit der Scheibe, zumindest bis gerade eben. Dira, sehr schön abgelaufen. Gut gemacht. Verteidigung ist das A und O. Berisha, gut mitgedacht. Weirkosch. Schnelle Scheibe auf Insam. Aber da kann er nicht nachrücken. Sehr schön, wieder Bolzano sich versucht, da hinten rauszuarbeiten. Gelingt ihnen auch häufiger. Aber trotzdem, die Zweikämpfe werden auch sehr stark von Snoimo beantwortet. Der HCB kann sich zwar vorne reinbringen, hinten weitestgehend die Verteidigung sauber halten, aber es fehlt dann der letzte Pass in der Offensive, der für die Gefahr sorgt vom Kasten von Timo Lassila. Gute Gelegenheit von Parker Bowles eben. 16 Minuten vorbei. Und noch 4 Minuten in Durchgang Nummer 1. Machetti auf Gidiati. Und jetzt mit dem nächsten Versuch. Da war die erste Unsicherheit von Timo Lassila. Und das war eine gute Chance. Bardaro gegen Beranek. Er ist ein Bulli gegen Adi Gäste. Weiterhin sehr umkippt. 1:20 auf der Uhr. Vielleicht gibt es noch mal die ein oder andere Gelegenheit. So wie jetzt hier für Gigliati. Der sich aber nicht durchsetzen kann. Und es kommt auch niemand zur Hilfe. Gerade schön gesehen, keiner der Foxes, der damit vorgeht.
auch nur im Ansatz irgendwie die Möglichkeit sich da vorne anbietet. Und dementsprechend geht es torlos, also in die erste Drittelpause. Auch nicht wirklich viele Möglichkeiten, 4 auf beiden Seiten. Spricht also sehr viel für die taktische Auslegung beider Teams. Und man möchte vor allem nicht in Rückstand geraten. Micheli gegen Bartosz. Und es gibt die Strafzeit. Bitter. Guter Beginn von Snoimo. Scheibe geht raus. Und damit abseits in der neutralen Zone. Das Bulli wieder gespielt. Scheibe da in die Mitte rein. Überzahlspiel gleich gefunden. Snoimo also jetzt mit der Gelegenheit. Und Irving muss da einmal mehr nachfassen. Und jetzt aber die Scheibe nach draußen. Vielleicht sogar mit der Gelegenheit in Unterzahl. Scheibe ist durch und Tor. Und dieser Treffer zählt. Und wer hätte es denn gedacht? 1:0 für die Foxes. Und das war richtig gut gespielt. Das hätte, glaube ich, so tatsächlich auf die Schnelle, die man erwartet. Und dann also doch der Treffer in Unterzahl der Gäste zur 1:0 Führung. Wahnsinn. Richtig gut rausgespielt und dann, ja, war man hinten etwas überrascht. Und so schnell kann es im Eishockey eben gehen. Berisha McRae. Boah, Micheli kommt gerade zurück. Wieder nutzt man die Gelegenheit. Aber Lassila erneut mit dem Safe. Bolzano wieder komplett. Jetzt Neumann jetzt natürlich zu Hause mehr gefordert. Auch wenn noch jede Menge Zeit ist. Sehr schön. Gleich von vornherein gutes Vorchecking betreiben. Und da ist Catenucci! Und da war ein Riesenglück, der Keeper noch dran. Und die Scheibe nur am Pfosten. Riesenmöglichkeit. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Und wieder geht's nach vorne. Zumindest bis hierhin. Bartosz, Tansy, Lukiani und Irving. Und wir sehen jetzt mittlerweile eine richtig gute Partie. Spannung pur und bislang nur ein Treffer gefallen. Hälfte der Partie ist vorbei. 10 Minuten noch. Im Mittelabschnitt. Selak. Wichtig, dass der da dazwischen kommt. Scheibe auf Frigo. Frigo! Scheibe ist noch da! Und Insam. Und wenn ihnen das nachher mal nicht zum Verhängnis wird, diese vielen Gelegenheiten, die man ja bis dato dann doch etwas ungenutzt lässt. Oskar Dau, Bowles. Der Kanadier Parker Bowles. Und dann aber
zu viele Spieler des HCB und sie kommen trotzdem nicht raus. Gut nachgefasst. Und jetzt die Scheibe noch draußen. Insam, 3 Minuten noch. 3 Minuten in Durchgang 2 und Insam. Der hat heute schon 2, 3 gute Gelegenheiten. Sehr schön gemacht von Gigliatti und der jetzt mit der Scheibe alleine vom Keeper. Und dann aber wieder in letzter Sekunde vereitelt. Also Chancen waren definitiv da auf Seiten der Gäste. Aber es hat nicht sollen sein. Der zweite Treffer bleibt bislang aus. Und daran muss man dringend, dringend arbeiten. Ansonsten kann man sich hier auch durchaus noch den Ausgleich wieder einfangen. Und dann sieht es ganz anders aus, diese Partie. ...10:8 die Schussstatistik. Und noch ein Drittel zu spielen. 20 Minuten noch. Boah, schön gemacht, Irving. Von Beginn an, das zeigt er hier, hochkonzentriert. Bartosz. Aber Snoimo kommt wie die Feuerwehr aus dem... aus der Pause. Und immer wieder zu spät. Sehr schön. Hakloff! Dali! Und er war knapp! Nein! Nächste Strafe. Oh, das ist bitter. Und das bedeutet wieder Überzahl für Orlitz Neumo. Scheibe sofort nach draußen. Das sind jetzt die Sekunden, die man von der Uhr nehmen muss. McRae, Tor! Und da ist der Ausgleich. Das ging richtig schnell. Und da lässt man sich nicht zweimal drum bitten. Das ist das, was ich gemeint habe. Wenn man die Chancen selber nicht nutzen kann, die man bekommt, und man fängt sich so ein Ding, das kann spielentscheidend sein. Das kann nochmal alles wieder durcheinander werfen. Und da haben wir es. 1:1. Der Ausgleich in Überzahl. Knappe Viertelstunde noch zu spielen. Miklisch. McRae. Die nächste Gelegenheit. Snoimo wittert jetzt natürlich den Aufwind. Aber der Gegenangriff. Die Chance kommt, Novak. Bernard. Keine 10 Minuten mehr. So, keiner da, der die Scheibe irgendwie abnehmen kann. Und die Partie gerät ein wenig aus den Fugen. Snoimo jetzt wesentlich offensiver.
Das ist halt echt auch nicht zu machen. Guckt's euch an. Und Strafzeit, das kann nicht wahr sein. Die sie sowieso nicht brauchen. Und das ist natürlich doppelt bitter. Das ist natürlich richtig, richtig bitter jetzt. Was ein Spielzug. Und der führt zur 2-1-Führung von Snoimo. Keine Frage, richtig gut rausgelegt. Und die Scheibe dann knapp am Keeper vorbei. Aber das reicht. Und jetzt die Füchse unter Druck. Und natürlich immer wieder dieser Check. Komm schon! Oh, wieder Pfosten! Das ist nicht wahr! Und sie geben nicht auf. Und dann nochmal diese Gelegenheit, die allerdings wieder nicht zum Erfolg führt. 1:41 vor Ende des Spiels. Nochmal eine Hammergelegenheit hier für den Ausgleich. Letzte Minute läuft. Und wieder keine Chance, an die Scheibe zu kommen. Giliati. Jetzt rüber! Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Dieser Torhüter, der wächst über sich hinaus. Absolut unfassbar. 31 Sekunden noch. Ja. Jetzt ist es natürlich doppelt bitter. Das hat so ein Ende nicht verdient. Aber Snoimo war einfach abgeklärter. Und der Torhüter, der Gastgeber heute ebenfalls, einfach on top. Unheimlich schwer für die Füchse da, nochmal ranzukommen. Und das ist es gewesen. Sedlak, noch die Strafe. Aber da wird nicht mehr viel passieren. Und es gibt Penalty. Es gibt Penalty und der könnte das Ding entscheiden. Das macht er nicht. Aber 5,6 Sekunden und Bulli im Defensivdrittel. Der Fox ist, das wird nichts mehr ändern. Snoimo gewinnt Spiel 3 und geht in dieser Serie also mit 2:1 ab in die Führung. Ganz, ganz, ganz bitter. Aber so ist es nun mal. Und wenn euch diese Partie trotzdem gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Daumen hoch sehr freuen. Und wir werfen gleich noch einen Blick darauf, wie es aktuell steht in den laufenden Serien. Ah, das ist bitter, das tut weh. Ganz, ganz bittere Angelegenheit. Aber so ist es. Wir gucken mal an Beginn der Serie Nummer 3. Snoimo also mit 2:1 gegen die Foxes. Villach führt mit 2:0 gegen Salzburg. Spuso Capitals gegen die Graz 99ers 1:1. Und der ERC Blackwings Linz führt mit 2:0 gegen Klagenfurt. Es kann also spannend weitergehen hier in den Playoffs der ersten Bank Eishockey-Liga. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen sehr freuen. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
euer Bloody LP.